Jawohl, dann nehme ich, erzähle ich jetzt was über die zwei Brüder. Es ist ein Lied, was auch bei mir Spiegel ist von Dingen, die bei mir, die mich sehr bewegt haben und die mich auch schon eigentlich mein ganzes Leben lang bewegen. Das ist nämlich, man würde ganz global sagen, irgendwie der Nahostkonflikt. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass ich tatsächlich schon so alt bin, dass ich aufgewachsen bin mit einer täglichen Portion Nachrichten und die immer in meiner Jugend und in meiner Kindheit anfingen mit Neues aus dem Nahen Osten. Da gab es Krieg, dann gab es wieder keinen Krieg, dann gab es wieder Krieg, dann gab es wieder keinen Krieg und das ging so hin und her und das war schon, das gehörte einfach zu meinem Alltag als Kind und wie das diese Ansage kam, inklusive natürlich der Ansage irgendwie, dass die ständige Vertretung in Ostberlin irgendwie mal wieder jemanden ausgewiesen hat oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall, der Nahostkonflikt, der schwebte wie ein Dämon über den 70er, 80er Jahren und tatsächlich, und das zeigen ja gerade die Ereignisse der letzten Tage, ist der Dämon immer noch da. Ich hatte 2017 das Vergnügen, an einem Film arbeiten zu dürfen, der sich genau mit dieser Thematik befasste. Der Film heißt The Story of Ishmael und Isaac. Und dieser Film ging sehr genau ins Detail, dass nämlich beide Völkerstämme, sage ich jetzt mal, sowohl Juden als auch Palästinenser, auf einen Urvater zurückgehen und quasi untrennbar miteinander verbunden sind, weil sie in Wirklichkeit eigentlich Brüder sind. Und das macht die Sache doppelt dramatisch und tragisch und ja, hat mich einfach in der Zeit unheimlich beschäftigt und beschäftigt mich immer noch. Und so ist der Song und die zwei Brüder entstanden, die, wie, ja, man kann es schon fast sagen, wie siamesische Zwillinge miteinander verwoben sind, verwachsen sind und sich aber bis aufs Blut bekämpfen. Und es ist absehbar, dass es dafür keine einzige Lösung gibt, außer dass man irgendwann versteht, dass Gewalt nicht zu einer Lösung führt. Ganz einfach. Also speziell in dem Fall. Naja, ich meine, dieses Thema, das kann man nicht darstellen ohne Brüche. Ne? Weil das war auch in dem Film sehr schön zu sehen und wie das ist tatsächlich so, dass beide Haus an Haus wohnen, Tür an Tür wohnen, speziell in Jerusalem und von einem Zentimeter auf den nächsten gibt es einen Bruch, der sprachlicher, kultureller Natur ist, der religiöser Natur vor allen Dingen ist und der einfach zeigt, wie dieser Dämon das beherrscht und die beiden irgendwie zum Streiten zwingt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist total spooky. Und das in Musik umzusetzen, heißt ganz einfach, sich krummer Dinge zu bedienen. Krumme Harmonik, krumme Takte. Und ja, ich mache damit keinen Lösungsvorschlag. Das ist einfach nur eine Zustandsbeschreibung. Eine totale Zerrissenheit und eine totale, aus meiner Perspektive, Moll natürlich, weil es ist so dramatisch und so tragisch irgendwie, was da passiert. Was soll ich dazu sagen? Ich kann das nicht in Dur auflösen, das geht nicht, weil das Thema ist nicht zu Ende. Solange die Brüder nicht aufhören zu streiten. Es ist irgendwie durch ein Schlagzeugbeat und durch einige rhythmische Gitarren ergänzt worden. Es war im Film wesentlich atmosphärischer, was aber dem Umstand geschuldet ist, dass es eigentlich sich um die Vertonung eines Films handelt, wo immer Rhythmen und fette Beats irgendwie eher im Hintergrund sind. Und ich dachte, für eine Audio-CD ist es vielleicht besser, das den anderen Stücken so ein bisschen anzugleichen. Und ja, ich glaube, das ist einigermaßen gut gelungen.